Ja, Monete, Glitch TV hat einen neuen Glitch für euch. Und heute zeige ich einen neuen Out-of-Radar-Glitch und Unsichtbarkeits-Glitch in GTA 5 Online im Patch 1.37. Alles, was du dafür benötigst, sind mindestens zwei Freunde. Einer von den beiden Kollegen muss sich in einem anderen Zielmodus befinden und in einer anderen öffentlichen oder geschlossenen Freundessitzung sein. Dann braucht er noch einen zweiten Kollegen, der ein CEO-Fahrzeuglagerhaus hat. Und bei dem müsst ihr jetzt erstmal in das Fahrzeuglagerhaus reingehen. Dann braucht dieser Kollege noch mindestens ein Auto drin. Und habt ihr dann ein schönes Auto gefunden, müsst ihr einfach bloß noch in das Fahrzeug einsteigen. Seid ihr denn in das Fahrzeug eingestiegen, geht ihr zu irgendeinem Story-Charakter über das Storyrad. Aber bestätigt diese Meldung nicht. Dann joint ihr einfach nur noch dem Kollegen, der sich in dem anderen Zielmodus befindet. Und habt ihr das gemacht, erhaltet ihr diese Meldung. Habt ihr dann diese Meldung, müsst ihr eurem Kollegen Bescheid sagen, dass er mit dem Fahrzeug, wo ihr drin sitzt, das Fahrzeuglagerhaus verlässt. Ist er dann draußen angekommen, muss er einfach bloß noch wieder reinfahren. Dann muss euer Kollege euch Bescheid sagen und dann müsst ihr einfach bloß noch Kreis drücken und dann erhaltet ihr eine neue Meldung, die bestätigt ihr mit X und die Zielmodus-Bestätigung tut ihr einfach bloß noch mit Kreis betätigen. Dann seht ihr schon, ihr seid schon gefreezed. Und seht euch unten auf dem Radar, aber die ganze Minimap spackt ein bisschen rum und ihr werdet auch im Lagerhaus bei euren Kollegen angezeigt. Jetzt braucht ihr noch einen Kollegen oder der gleiche Kollege begibt sich jetzt in irgendein beliebiges Jobmenü. Es ist vollkommen egal, welches Jobmenü das ist. Es klappt auf jeden Fall mit jedem. Ist euer Kollege dann in dem Jobmenü, müsst ihr ihm einfach bloß noch in das Jobmenü beitreten über die Party. Seid ihr ihnen dann über die Party beigetreten und seid in diesem Jobmenü, dann könnt ihr dieses Jobmenü auch wieder verlassen. Habt ihr das Jobmenü dann verlassen, könnt ihr euch dann frei bewegen und seid für eure Kollegen oder für die restlichen Leute in der Sitzung unsichtbar. Ihr könnt leider nicht rennen, keine Autos fahren und ihr könnt auch nicht mit Waffen schießen, was ich natürlich sehr schade finde. Nach dem neuen Patch-System von Rockstar Games. Die Founder dieses Glitches bin ich, GlitchTV, mein Kumpel LoreLP und mein Kumpel AlexBlaze. Schaut auf jeden Fall alle mal bei ihm vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei ihnen ein Abo dalassen würdet und falls ihr den Glitch hochlädt, die natürlich auch mit Credit behandeln würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.